Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema künstlicher Intelligenz. Heute sehen wir uns was ganz Besonderes an, und zwar nicht Text-to-Picture, sondern wie man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ganze 360-Grad-Bilder erstellen kann, sogar 360-Grad-Landschaften. Wie das alles funktioniert, ob es etwas kostet und wie leicht es zu bedienen ist, sehen wir uns jetzt an, also bleibt dran. Die Website, von der ich spreche, nennt sich Blockaid Labs, ist komplett kostenlos. Jeder kann es probieren und es geht sogar ganz ohne Anmeldung. Einfach auf www.blockaidlabs.com gehen, ich werde den Link dann auch unten in der Videobeschreibung verlinken, und schon kann man starten. Hier dann einfach nur auf Configure Your World und schon öffnet sich das Interface. Drücken wir hier noch kurz auf Confirm. Und schon kann es losgehen. Hier ist ein kleines Beispiel, Video. Hier hat man das User Interface, das auch ausgeblendet werden kann, wenn man hier sieht. Und hier kann man dann einfach das eingeben, was man gerne sehen würde in 360 Grad. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel kurz uns dieses Vorschaubild anschauen in 360 Grad. Hier gibt man dann ein, was man gerne kreieren möchte, und natürlich auch den Style. Das bedeutet zum Beispiel, möchte ich zum Beispiel realistisch haben, möchte ich es aussehen lassen, wie es wäre, ein Computerspiel, Sci-Fi, Dreamlike. Es gibt viele Möglichkeiten, auch Painting zum Beispiel. Und jetzt werden wir unser erstes Bild erstellen und überlegen uns, was wir erstellen wollen. Der Vorteil ist, dass uns hier auch ChatGPT mehr oder weniger zur Hilfe kommen kann. Wenn wir jetzt keine große Vorstellungskraft haben und nicht genau wissen, was wir jetzt eigentlich haben wollen, könnten wir zum Beispiel sagen, ich hätte gerne eine Welt, die ein bisschen Cyberpunk-mäßig angehaucht ist, futuristisch zum Beispiel. Und jetzt könnte man natürlich eingeben, beschreibe eine Stadt der Zukunft, Cyberpunk auf Englisch. Und ChatGPT wird mir jetzt natürlich genau diese Beschreibung liefern, was diese eine Stadt natürlich ausmacht. Und diesen Text werde ich jetzt einfach kopieren. Und wir schauen uns jetzt an, was dann dabei rauskommt. Man kann natürlich auch selbst alles eingeben, aber wenn man jetzt nicht so kreativ ist, ist das natürlich auch ein Riesenvorteil. Und hier geben wir jetzt einfach den Text ein. Wir sagen jetzt wieder den Style. Ich würde es wieder auf realistisch lassen. Und dann drücken wir hier auf Generate. Das Problem ist ein bisschen, es dauert länger als Text-to-Picture, weil natürlich ein ganzes 360-Grad-Bild erstellt werden muss. Man muss auch immer ein bisschen darauf aufpassen, wann die Stoßzeiten sind, die jetzt auch gerade sind. Also wenn viele Leute darauf zugreifen. Wenn das Bild dann erstellt ist, werden wir es uns anschauen, aber es wird noch eine Weile dauern. Das Bild ist jetzt doch viel schneller erstellt worden und ich bin mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden. Hier sehen wir eine futuristische Welt, einzig und allein durch die künstliche Intelligenz geschaffen. Wenn wir uns das jetzt kurz anschauen, man kann raufschauen, wie bei einem 360-Grad-Bild, man kann runterschauen. Und so sieht dann unsere Stadt der Zukunft aus, im Cyberpunk-Style. Natürlich könnten wir jetzt sagen, ja, realistisch schaut ganz gut aus. Wie würde das eigentlich Sci-Fi-mäßig ausschauen? Das heißt, wieder auf Generate und dann wieder kurz warten, bis das neue 360-Grad-Bild erstellt wurde. Wichtig ist hier noch, wenn wir einen Prompt eingeben, also einen Text eingeben, darf dieser nicht mehr als 360 Zeichen haben. Ja. Jetzt warten wir wieder, bis das Bild erstellt wird und sehen uns dann an, was daraus geworden ist. Jetzt wurde unsere futuristische Welt erstellt, dank künstlicher Intelligenz. Und hier sehen wir jetzt auch Roboter. Noch einen kleinen Ausblick, wie es aussieht. Flugobjekte. Alles nur dank künstlicher Intelligenz und ich finde das eigentlich sehr beeindruckend. Es hat viel mehr Impact als eigentlich Text-to-Picture. Man kann sich überall umschauen. Und die Möglichkeiten hier sind natürlich grenzenlos. Man könnte hier Tage verbringen und die unterschiedlichen Prompts eingeben, was man gerne möchte. Man könnte sich mit den ganzen Stilen beschäftigen. Man könnte wahrscheinlich dann sogar in der Videospielentwicklung irgendwann mal damit beginnen. Auch hier zumindest die Assets zu verwenden. Also die Möglichkeiten sind grenzenlos. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns mal kurz von unserem Cyberpunk-Setting und schauen uns an, was noch alles möglich ist.
Ich habe jetzt auch spaßhalber nur einmal kurz eingegeben New York City, weil ich wissen wollte, wie weit eigentlich schon die künstliche Intelligenz ist. Natürlich ist das Beispiel jetzt nicht perfekt und vieles schaut noch eher etwas erwaschen aus und vieles schaut noch etwas ungerade aus. Eigentlich so wie bei Google Maps. Aber für den Anfang, und ich glaube, diese Website ist noch immer im Beta-Status, finde ich das eigentlich schon nicht schlecht. Natürlich gibt es viel mehr Möglichkeiten und es könnte viel besser aussehen, aber für den Anfang ist das alles ganz in Ordnung. Man sollte sich wahrscheinlich wirklich mehr auf das Fantasy-Setting stützen, weil dann kommen wirklich bessere Ergebnisse raus. Aber für den Anfang finde ich, schaut das nicht so schlecht aus. Im Abschluss habe ich einfach nur noch kurz Star Wars eingegeben und wollte mich überraschen lassen. Auch hier natürlich jetzt nicht perfekt, aber mit so wenig Text ist doch was rausgekommen. Natürlich, je mehr Text man eingibt, desto mehr Informationen die KI bekommt, desto besser werden natürlich dann die Ergebnisse. Also ich würde sagen, jeder kann das testen. Die Website ist vollkommen gratis. Es gibt auch keine Begrenzung, es gibt keine Tokens, man kann sich da austoben. Und man kann natürlich dann auch das Bild speichern und teilen. Wenn man auf Download geht zum Beispiel, dann wird das Bild einfach heruntergeladen und man bekommt dann dieses Bild zur Verfügung gestellt. Wenn wir jetzt hier auf Öffnen klicken, dann wird das Bild noch kurz geladen und wir bekommen dann gleich das Ergebnis. Und so sieht es dann aus natürlich. Das ist das typische 360-Grad-Bild, wie wir es auch schon von anderen Webseiten kennen. Und das war's dann. Es gibt viele Möglichkeiten, man kann viel versuchen. Man kann sich auch sehr mit den Styles auseinandersetzen. Vor allem mit realistisch und mit modernen Computeranimationen und Sci-Fi natürlich auch. Und wer Lust hat, das Programm ist gratis, jeder kann es probieren. Ich hoffe, euch hat wieder mal das Video gefallen. Würde mich immer über ein Abo und ein Like freuen und bis bald in der Welt der künstlichen Intelligenz.